GZSZ, Vorschau, lassen sich Katrin und Tobias scheiden? Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten wünscht sich Jan Kittmann schlechte Zeiten für Tobias. Was könnte das konkret bedeuten? Gute Zeiten für GZSZ-Star Jan Kittmann, 40. Wie RTL-Pressesprecher Frank Pick jüngst verkündete, wurde der Vertrag des Schauspielers bei Deutschlands größter Serie verlängert. Damit befindet sich der Tobias-Darsteller in bester Gesellschaft. In den letzten Wochen bestätigte RTL nämlich auch die Vertragsverlängerungen von Timur Ölker, 33, Nihat, Niklas Osterloh, 31, Paul, Marc Weinmann, 25, Luis und Nina Enzmann, Jessica.